Wir haben einen dritten Platz. Mozzarella und Brot. So, mal die groben Regeln. Der Schnellste gewinnt. Habe ich gut erklärt, oder? Ich hab's nicht verstanden. Freunde, willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sind wieder hier im wunderschönen Bischofsmal. Es ist einfach fast November und wir gehen hier auf ein Downhill-Rennen. Ja, ich habe mir zwar geschworen, eigentlich nie wieder Mountainbike-Rennen zu fahren. Dem jetzt hier am Geißkopf ein Downhill-Rennen ist, konnte ich es mir nicht entgehen lassen und habe mir gedacht, ich muss mich anmelden. Mit dem Enduro. Schauen wir, was wird. Ich habe richtig Bock. Wir nehmen euch jetzt mit. Seid gespannt, was wird. Das ist die Startnummer. Haben wir schon geholt. Ich bin die Nummer 65. Eigentlich habe ich die Karriere an den Nagel gehängt, aber wir sind trotzdem hier und fahren jetzt ein richtig geiles Rennen. Vor allem für dich ist es dein erstes Rennen. Ja. Dann nehme ich dich mit, Alter. Das wird geil. Schon bei der EWS dabei, also Enduro World Series damals. Und auch European Downhill Cup, German Downhill Cup, also echt viel schon gesehen. Da fährt man sich immer die meisten platten Reifen irgendwie. Und dann hier schön drüber. Und ja, und dann rein in die Aussicht, würde ich sagen. Am Freitagmorgen. Springt man einfach drüber. Das ist echt krank. Einfach springen. Krank. Einfach springen. Wenn sich die Strecke mal so anschaut, ist die echt krasser, als wie wenn man einfach runterfährt. Oh mein Gott! Hat hier einen coolen Sprung, geht in ein Steinfeld rein. Und ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, wie ich da am schnellsten runterkomme. Weil links ist einfach so ein Brocken und wenn man da reinfährt, eigentlich. Dann wachst du im Krankenhaus wieder auf. Also eigentlich. Eigentlich. Aber irgendwie haben wir es immer gemacht. Irgendwie sind wir einfach immer drüber gefahren. Ich weiß echt nicht wie, aber ja. Ist vielleicht auch mal ganz gut, dass man die Strecke mal nach 14 Jahren hier mal abläuft. Einmal an. Jump! Boah. Nein! Die gute Kamera. Die Kamera. So, mal die groben Regeln. Kurz formuliert, der Schnellste gewinnt. Genau. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Habe ich gut erklärt, oder? Der Schnellste gewinnt. Ich hab's nicht verstanden. Fahren wir hier am besten. Ne? Ja, aber auf Deutsch gesagt, ich habe keinen Plan, wie ich hier fahren soll. Das muss ich ausprobieren. Ich hoffe immer zu gut. Der Kameramann stirbt nie. Man kennt den Spot aus dem letzten Video. Absolut legendär, das Ding. Da sagt das 35 Euro eBay-Bike auch nicht nein zu diesem Supersprung. Hier war's. Epischer Crash. Da war ich drin geflaggt. Da war ich gelegen. Genau hier. Hier geht's voll drüber mit 4000 km/h. 30. Ja, ich schätze mal 30 im Durchschnitt sind wir. Ist schwierig zu sagen, wie schnell man eigentlich immer ist. Mich würde das aber mal wirklich interessieren. Jetzt geht's zum ersten Training. Ah! Motorrad fahren. Und vielleicht noch eine Runde Elektromotorrad fahren. E-Motocross, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Stark heißt die Marke, glaube ich. Schweres Ding. Das ist ja krank, ey. Und schaut euch das mal an, wie das aussieht. Das ist ein Handy. Schau mal, das ist ein Handy, Alter. Okay. Und ja. Okay. Und ab geht's. Stufe 1 mal. Stufe 1. Pass auf! Oh. Oh. Gas! Alter, das ist geil! Ey, man hört nichts, ey! Lass mich mal eine Runde. Junge, bist du auf? Ja. Junge, das ist so krank!
Ich glaube, jetzt gehen wir Mountainbiken. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit auf der Strecke, von außen diesmal. Und wir haben gleich schon mal das erste richtig kranke Ding gefunden. Abziehen und da unten rein, da ist so ein kleiner Stein. Boah, Alter. So, oder? Mhm. Kannst sauber machen. Mhm. Nee, super. Danke. Vielen herzlichen Dank dir. Wir machen jetzt noch einen GoPro-Run. Ich habe dabei die Mini. Die Ergebnisse seht ihr jetzt. Ja, Tag 1 ist vorbei, richtig geil, wir sehen uns morgen. Wir sind schon wieder auf der Strecke und schauen uns noch ein paar Linien an. Hier kann man ganz normal außenrum, ist aber viel zu langsam, haben wir gestern auf GoPro-Video festgestellt. Aber hier innen durch ist gut, man kann auch hier innen durch, aber da ist so ein fetter Stein, da sind schon richtig viele Kratzer. Wow! Wow! Alter! Achtung! Achtung! Wie gerufen fürs Video. Boah! Jetzt haben wir uns alle Stellen angeschaut von gestern. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das so durchkriegen auch. Ich nehme euch mit der GoPro. Oh Gott. Boah. Wir sind jetzt kurz vorm Seeding Run und was macht man kurz vorm Seeding Run, außer chillen und sich vorbereiten mental? Man isst was. Und dafür habe ich was richtig Gutes einkauft. Mozzarella und Brot. Das hauen wir uns jetzt richtig schön rein. Und wie macht man das? So. Jetzt bin ich bereit. Erst mein Kaffee. Schau's an. Zweiter Kaffee. Sind wir schon live, oder? Mhm. Oh, Alter. Dahin. Oh, das wird was, ey. Komm, komm, komm. Jetzt geht's ans Racing. Tamam. Wieder. Das haben wir jetzt schon viermal abgefilmt, dass wir jetzt gleich ein Ziel ranfahren, aber jetzt so haben wir irgendwie viermal was anderes gemacht. Das Seeding Run ist vorbei. War ganz gut, mir ist die Kette runtergesprungen, aber ich bin trotzdem heim ins Ziel gekommen. Bestzeit war es jetzt nicht, aber es war mega spaßig. Leider hat es mich an einer blöden Stelle gelegt. Bremshebel verbogen. Heute ist Finaltag.
go, first ride. Alter Junge, ist das ein Loch, ey. Chillen wir jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns schon hinter dem Racetape. Erstmal Kaffee jetzt noch, oder? Kaffee? Ja. Okay, geil. Oh, was kommt da raus? Ach, das war's. Schmeckt übel gut, aber es ist leider halb leer jetzt. Da müssen wir doch noch einen Kaffee trinken. Ja. Dennis, wie ist die Aufregung? Ich bin eigentlich komplett konzentriert gerade und produziere gerade für euch ein paar geile Insta-Stories. Ja. Ja, in welcher bin ich richtig aufgeregt. Ich versuche mich nur abzulenken mit ein paar coolen Sachen. Hier kann ich es ja zeigen, schau. So sieht es hinter den Kulissen aus. Man sieht nichts? Man sieht nichts. Ich, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Sorry, ist dann schon eine Woche alt, wenn ihr das Video seht. Wie ist die Stimmung? Ich bin aufgeregt. Let's go! Dennis! War aber nicht schlecht gerade. Sattelstütze ausgefahren mit Run. Aber ja, läuft echt gut. Das ist besser als bisher. Ah. Wir haben einen dritten Platz hier hinter der Kamera. Er hat es echt aufs Podium geschafft beim ersten Rennen. Ey, richtig geil. Kameramann ist auf dem Podium, der lacht. Schönes Fahrrad haben Sie da. Danke, habe ich dem dritten Platz geklaut. Yeah, Junge! Neuer Helm! Spaß hat's gemacht, das ist das Wichtigste. Jetzt sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Yay! Yeah. König höchstpersönlich, hä? Ey, muss ich Decken aufnehmen, weiter? München musst du. Sorry, Herr König.